Zusammen. Ich bin jetzt im Garten angekommen. Zunächst werde ich mal die ganzen Beete gießen. Und ja, dann wartet noch rechts von mir, könnt ihr noch nicht sehen, kommt aber noch die Abteile Kartoffelbeete, auch rechteckig mal. Und ja, dabei dürft ihr mir zuschauen, dann zeige ich euch noch ein, zwei, drei Sachen. Und ja, alles andere lasst ihr euch überraschen. Bleibt dran! Nun bin ich durch und jetzt zeige ich euch mal, was sich so verändert hat. Ein paar Sachen konntet ihr vielleicht links und rechts schon erkennen, aber ich stupse euch mal drauf. Die Geschichte ist neu entstanden, werdet ihr gleich komplett sehen, wenn ich weggehe. Soll als Sichtschutz dienen für die Erdhaufen dahinter. So viel Erde liegt ja gerade nicht, aber wird wieder Erde hinkommen. Sieht halt einfach ordentlicher aus und ja, auf meine Art habe ich das wieder kreativ gelöst. Zeige ich euch mal, wie ich das angestellt habe. Ganz einfach Schrauben reingehauen, da unten doppelt. Da, die könnt ihr auch erkennen. Die meisten davon recycelt. Da ist noch eine fette drin. Und eine Sache ist noch zu kurz gekommen letztes Mal. Ich habe viel gesabbelt und es nachher verpennt, was ich eigentlich wollte. Ein dickes Dankeschön an den Momo. Das war ein Geschenk von ihm. Ich habe das, wie gesagt, bei ihm im Garten gesehen, fand das voll toll und er wollte mir eine Freude machen. Also ich freue mich sehr drüber. Es hat einen guten Platz gefunden. Also vielen Dank, Momo. Dann habe ich noch was für die Schmetterlinge getan und im gesamten Garten nochmal Saatgut verteilt. Es sind ganz viele verschiedene Sorten. Lasst euch überraschen. Ich werde auch überrascht sein. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird. Und ja, ist einmal hier reingekommen und hier reingekommen. Und hier sind auch welche reingekommen. An diesen Dingern markiert noch Hahnenkamm. Habe ich in den anderen Beeten auch gemacht. Außerdem ist auch noch verteilt im Garten Lavendel reingekommen. Ich möchte so an verschiedenen Stellen auch Lavendel haben. Erstmal riecht gut. Ich glaube, die Schmetterlinge mögen das gerne. Aber so an Salat- und Kräuterbeeten hilft das auf jeden Fall, die Schnecken fernzuhalten. Ein kleiner Tipp.
Dann dachte ich mir nochmal, ich könnte euch ja mal zeigen, was ich so verpflanzt habe. Hier ist jede Menge drin. Einmal die Geschichte für die Schmetterlinge. Der Hahnenkamm. So sieht nachher Mannestreu aus. Und die Dahlia. Jetzt haben wir alle komplett. Das nur mal zwischendurch. So, es geht mit den Kartoffeln weiter. Hinter mir. Ja, hier war der Sven bei hier vorne. Hat das nochmal umgegraben. Ein bisschen Erde noch dazu und die Kartoffeln schon versteckt. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachhaken, damit das ein bisschen ordentlicher verteilt ist. Vielleicht nochmal Erde nachschütten. Ja. Direkt dahinter ist das, was ich angelegt habe. Das ist noch nicht fertig. Da kommen die Kartoffeln aber gleich rein. Das ist alles andere. Wir sind hier rechts daneben gekommen. So sieht das nochmal von Weitem aus. Ich denke, ich lege mal direkt los. Haken, Erde holen und ja, los geht's. Soweit habe ich das jetzt vorbereitet. Jetzt kommen die Kartoffeln rein. Hier seht ihr nun die vorgekeimten Kartoffeln, Bio-Kartoffeln. Ich hoffe, ich habe soweit alles richtig gemacht. Ich habe keine Ahnung. Mit Fachwissen können andere glänzen, wie ihr wisst. Ich werde die einfach mal freischnauze reinpacken. Das ein bisschen aufteilen, einteilen. Und ach, irgendwas wird schon wachsen, oder? So, wie ihr sehen könnt, bin ich einfach mal freischnauze in die Tiefe gegangen. Habe das soweit ausgehoben und werde jetzt die Kartoffeln einsetzen und mit Erde bedecken. Ich weiß nicht, ob Gießen angebracht ist, aber ich werde einfach mal Wasser hinterher schicken. Wird sich schon zeigen. In ein Loch kommen zwei, wird ein Experiment. Gut, los geht's. Zugehakt. Ich habe das Ganze ein bisschen fluffiger gelassen, also habe das nicht so komprimiert, auf jeden Fall so eine Schicht oben. Und ja, jetzt wird noch einmal gegossen und dann bin ich durch mit den Kartoffeln. So ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Die Folge ist voll. Ich werde euch zum Schluss noch was verlinken. Guckt da gerne rein, schaut euch um. Schaut die Folgen bitte bis zum Ende. Das bringt am meisten.
Teilt sie gerne, verbreitet das. Leute, seid individuell, kreativ, findet euch selber, ab in den Garten und probiert aus. Ich denke, dass in jedem ein Gärtner steckt, so wie ich das letzte Mal in der letzten Folge schon gesagt habe. Und das müsst ihr nur finden und abrufen können. Ich bin dabei, ihr könnt mich weiter begleiten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuseht. Tschüss, euer Lars. Sprachsalat. Na, fette Spinne. Mein Kumpel. Spider-Man.